Wir geiseln jetzt wieder und auf Wolkenkratzer. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ja. Das erste Mal war bei Kanal. Da war ja was. Wenn man nicht mehr weiß, was man vor ein paar Minuten gespielt hat. Na, ist manchmal gar nicht so einfach. Ja. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Nix, Bad. Mm-mm. Barbecue-Büro oder Teezimmer? Ja, oben. Geisel gesichtet. Büro. Also, Ausstellungsgedöns. Denkst du, ich seh dich nicht, Grabschrau? Grabschrau. Aber wer ist denn jetzt die letzte, der die das letzte? Ach, irgendein Franzos! Ich glaube Doc oder Rook. Ein Franzos mit Soße? 5 Sekunden. Nee. Sichtkontakt mit Geisel bestätigt. Evakuierung eingeleitet. Hat jemand C4 geschmissen? Das ist ja nett. Oh, jemand draußen. Alibi. Die haben ja einen Spaß. Ist offen. Grabschrau ist gerade weit weg. Wir haben Bojo. Den habe ich aber gerade fast erwischt. Grabschrau lebt noch. Wieder Grabschrau hat mich. Hat noch ein Viertel Energie bei der Trommel. Lass du kommen. Verdammt! Weg mit der Geisel. Mal erstmal auf. Ich wollte gerade schreiben: Go and grab the Geisel, the hostage. Grab the Geisel. Ja, ja. Oh Gott. Der Gojo war jetzt auch blöd, ey. War das ein Rausrenner? Dann wollte er gerade wieder raus, dann habe ich ihn angeschossen. Was macht der Idiot? Macht mir den Rücken zudrehen und will zurück in den Ausstellungsraum. Mal da gucken, ob die Geisel noch da ist. Läuft. Die Geisel lokalisieren. Ich guck mal, Barbecue. Nein, Bart ist nicht sauber. Liegt da Seife auf dem Boden? Aber die haben Grabschrau schon wieder. Achtung, Rutschgefahr. Ah, was sie kack. Matzi. Nee.
Scheiß wer. Goyo. 10 Sekunden. Na, ob das was wird. Ja, wird was für Goyo. Noch 5 Sekunden. Geisel gesichtet. Freigabe für Einsatz erteilt. Schreibt jemand Romane, weil du wärst Termit, dann hätte er Termit nehmen können. Blitz sollte auch noch genommen werden. Und Termit. Gehbarer Kleiderschrank ist wer. Magazin wechseln. Klebt der Rest Blut. Krabschau ist da. Ein Krabschau. Stock hab ich. Das war knapp, Ibana. Krabschau ist tot. Dann gehe ich bei der Küche rein. Goyo ist irgendwo da hinten. Ein Gegner verbleibt. Dann ist Goyo noch da, dann kommen wir hier durch. Hoffentlich hatten sie nicht Cup können. In der Ecke ist er, okay. Sie sollen sich die Geisel schnappen. Da liegt's, LMG eliminiert. Neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Halt nicht. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Die haben Mira, da weiß man, die haben Mira, da weiß man eigentlich noch, wo man zumachen soll. Überall. Überall. Ja, die soll die Wand selber zumachen, wenn sie will. Die Position der Geisel. Sagt ihr das überall? Überall. Überall noch was? Kingdom Come Deliverance. Der Theresa DLC, der Überfall nach dem Überfall. Ah, okay. Da eine verstörte neben der Burg, der nur noch überall gesagt hat. Ach, der. Ja. Standort der Geisel in Gefahr, zum Angriff bereit. Da wird's auch mal Zeit für einen zweiten Teil. Und ein neues Tomb Raider. Oh ja. Und ein neues Dishonored. Oh ja. Und nächstes Life is Strange. Sagt die, die das erste Teil noch nicht mal fertig gespielt hat. Ich komm einfach nicht zu. Ich würde gerne, aber ich komme nicht zu. Zeit, dass Urlaub kommt. Oh ja. Blitz. Gönk. Zeit, dass Urlaub kommt. Ja, Urlaub ist schon verplant, ne? Aber warum kommt der da? Hä? Wieso so laut? Was? Da hat er aufgeklopft. Wieso war das nicht zu hören, oder? Jetzt stellt er das auf. Gar nicht mit Finkerkram aufgestellt. Ich hätte gerade erst gefinkert. Ist doch doof. Best. Hinten war auf jeden Fall was zu hören, aber auch nicht neben mir. Und gewinnt. Die Geisel wurde getötet. Die Geisel wurde gewinnt. Außerdem ist noch gar nicht sicher, ob ich meinen Urlaub überhaupt krieg. Spätestens im März zerfällt er, also schnell ran. Ja. Das ist meiner Chefin scheißegal. Die hat keine Leute. Das Problem. Wenn du Urlaub hast, hat sie wirklich niemanden. Oh, 4 Punkte der Gegner. Das ist ja krass. Richtig 4. Es sind ja noch mehrere, die in der gleichen Zeit Urlaub haben wie ich. Und da ich aber relativ spät im Gegensatz zu den anderen beiden in den Urlaub gehe, wird sie mir den wahrscheinlich nicht gönnen. Dann schickst du mal Clash vorbei. Mach eine Ansage. Ihr Vollidioten. Nee, du Vollidiot heißt das. Entschuldigung.
Dann wird sie wahrscheinlich ausfallen und sagt immer noch, ihr Pisser. Oh Gott. Ihr Pisser nach bereuen. Ja. Oh Gott. Hier ist Endstation. Etwas Unterstützung, bitte. Das ist ja eher die Ansage der anderen Seite. Von wem wollen die denn Unterstützung kriegen, ganz ehrlich? Hab mir immer noch nicht die nächste Operation angeguckt. Ich auch nicht. 2 Tage und 17 Stunden und 52 Minuten noch der Butler Pass. Wie weit bist du denn? Rang 56. Was? Rang 56? Ja. Und du? Frag lieber nicht. 5. 166. Okay. Ich konnte halt nicht so viel spielen, deswegen bin ich so weit unten schon lange nicht mehr. Nein, das Problem ist, ich habe im Juni, wo ich Urlaub hatte, 25 Stunden am Tag gespielt. Nee, da habe ich den Battle Pass fertig gemacht. Okay, ja, komm mal gerade raus. Ja, und da habe ich ihn fertig gemacht innerhalb von 4 Tagen. Läuft, mit, ne? Mit Premium-Kack oder? Ja, natürlich. Aha. Was glaubst du denn? Ich wollte doch das Dog-Outfit haben. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Das Outfit hat mir gefallen. Sagt mir gerade nichts. Ihr müsst die Geisel. Soll ich wieder rumziehen? Mach doch. Ah, Keller, Ella. Was haben wir schon wieder? Geisel? Ja, wir hatten erst einmal Geisel. Gerade eben das erste Mal. Keller Ella. Die Geisel wurde lokalisiert. Hätte ich auch die mal schreiben. Die Salami, können. Die haben die Salami noch. Salami ist die letzte. Da ist sie. Also im Chat ist sie. Ja. Noch 10 Sekunden. Da ist sie auch wirklich. Und da ist ein Tischbein. 5 Sekunden bis Einsatz. Das ist ein Gegenstand. Oder vielleicht auch Kiste. Wir haben Kapkan, auf 8. Kra. Immer 5 nach 2 und immer der 14. April. T4 fliegt! Asami ist im Nachschubraum bei der Geisel drinne und die hockt hinter diesem komischen Schrank. Freundbeschuss. Geisel Freundbeschuss. Am Boden. Nein, nicht die Geisel am Boden, das geht schnell. Das wird doch nix. Auf Kapkan-Min muss ich auch noch achten. Macht Asami auch noch zu. Das war ich. Ah, Goyo hatten sie. Scheiße, habe ich nicht drauf geachtet. Na, die wäre eh verreckt. Ich wäre da nie hingekommen. Hab gehofft, in der Tür gehen noch ein paar Zugangssperren kaputt. Aber ich glaube, die wären beim ersten Schuss kaputt gegangen. Ja, aber du hast kein Dreieck. Weil, okay, die war ja verletzt durch einen von uns und ich habe sie umgebracht, dann zählt das für den wie beim Verletzt, also wenn jemand verletzt schießt, dann
zählt das ja auch für den, der verletzt geschossen hat. Und jetzt hat das für den, der die Geisel verletzt geschossen hat, dreiecksmäßig gezählt. Ja, ja. Geil. Deswegen habe ich keine. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich so rumspreng. Die sind in der Küche. Küche? Ja. Und? Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte sie jetzt weggesprengt mit Thermitweste. Die Geisel wurde lokalisiert. Hm. Hier ist ein Verkehr. Die saß nämlich nur 6 Meter von der gesprengten Wand weg. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme die mit. Naja, 6 Meter sollte ausreichen. Ah, da krabbelt jemand. Und irgendeine Drohne fährt im Boden rum. Die von Hammermann draußen? Noch 5 Sekunden. Kapi Kapkan. Geht er in den Keller? Grünes Licht für Geisel. Oder da rein? Fragen über Fragen. Die Schrotflinten, Asami. Gegangen. Nee, das war die DMR-Twitch. Huch. Ein Pistolenschuss. Kamerafrau, die sitzt in der Versammlungshalle. Ja. Die Versammlungshalle mit dem Pult da, ne? Mit dem Rednerpult. Ja. Da ist sie ja. Oh, ein schwarzes Auge. Asami und Fragezeichen. Deaktiviere die Elektronik. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Na dann. Oh. Grüß Gott. Haben die Goyo? Ja, okay, lasse ich diesmal. Ich hab keine Mine. Aua! Okay. Der Hut Heinz. Oh. Oha, Gegner. Ach, so eine Mine. Was ist denn hier? Ich hab beinahe auf den Tank geballert. Wow. Sei froh, dass die mit der Schrotflinte so schlecht getroffen hat. Dabei ist die ja ganz schön doof, also auf die Entfernung für die Angreifer. Also für den Gegner. Fängst du dabei Life is Strange nochmal von vorne an oder spielst du noch ein zweites Mal durch, wenn du jetzt so lange Pause hast und womöglich Details vergessen hast? Also ich spiele erstmal da weiter, wo ich aufgehört habe. Und dann, wenn ich es dann irgendwann mal durchhaben sollte, fange ich nochmal von vorne an. Und dann noch ein drittes Mal. Gleich, ja. Ja, wie gesagt, wenn ich mich auf Arbeit aufgeregt habe oder gefrustet bin, kann ich kein Life is Strange spielen, dann brauche ich was anderes. Aus der Clash. Genau. Oh Gott, ja. Wenn dir die Siedler gefallen, gefällt dir auch Age of Empires, oder? Hab ich auch da. Die Definitive Edition ist ziemlich cool gemacht. Also ja, die hab ich auch. Aber noch nicht angefangen. Ich hab Age of Empires früher hoch und runter geleiert und gespielt und weiß ich nicht. Geht mir genauso. Den Raum. Aber ich habe auch Age of Mythology gespielt. Habe ich nur am Rand gespielt. Also nur mal angespielt. Genauso wie hier. Ah.
oder war es das, was wir auch in der Schule mal gespielt haben, mit unserem Informatiklehrer? Ich bin mir nicht sicher. Wir waren bloß zu viert, okay? Nein, wir waren zu fünfte eines Raumes. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Standort der Geisel in Gefahr. Zum Angriff bereit machen. Explosionsradius kommen. Zugang gesichert. Oh, die Sau haben sie. Mit dem LMGE. Da ist Amaru. Remember us, warum nicht remember me? Don't not. Stacheldraht verlegt. Im Gegner zurück. Schwupp. Die einfachste Außenkamera ist noch an, innen schon ziemlich viel kaputt. Itchy. Jetzt alle drin, oder was? Die Sau kommt an beim großen Turm. Beim Schild. Ich war hier. Aua! Noch einer. Oh, Ibana, war das kein Kopfschuss? Gut, es war verschwommen, Ibana und so. Weit von der Garage. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Kirschmann ausgelöst. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Wo jetzt rausgeht. Die hat Leben verloren. Geh raus. Was ein Lutscher. Ubisoft, nachschieben. Was? Wo sind wir denn nach? Keller. Nachschieben, Keller. Sogar Age of Empires 4. Ja, das kam letztes Jahr. Oder was dieses? Ich glaube letztes Jahr. Das habe ich auch. Aber auch noch nicht angefangen. Ich musste Luca. Ich finde Age of Empires 3 und 4 haben ein Problem und das heißt Age of Empires 2, weil das ist einfach so gut. Mhm. Irgendwie werde ich mit den anderen beiden nicht warm. Ich fand ja aber die Kriegselefanten so geil. Auch wenn die voll leicht gestorben sind, fand ich geil. Die Geisel lokalisiert. Auf Angriff vorbereiten. Gegen die 10 Sekunden noch. Sperrkämpfer hatten sie nichts entgegenzusetzen. Und sie gestorben wie die Fliegen. Aber toll fand ich sie trotzdem. Gegnerdrohne hat Geisel lokalisiert. Stellung sichern und Angriff abwehren. Was hab ich denn da alles hoch runter geleiert? Ich hab die Teutonen oft gespielt. Und die Briten, das waren so meine zwei Liebsten. Der liebe Deutsche war zwar arschlangsam, aber einfach nur geil. Alles niedergemetzelt. Ah, Unterbindung. Was waren denn das für welche? Die depperten Goaten, Goaten, die keine Mauern bauen können. Schon die Briten mit den langen Bögen. Ja. Nur noch eine Wand. Ja, guck mal, wo du sie hinsetzt. Die werden sie hier aufmachen, müssen sie nach links und nach rechts gucken. Der Stacheldraht ist bereit. Aber die Azteken habe ich auch gerne gespielt. Schockdrohne. Die Adlerkrieger. Schockdrohne. Oh, das bin, na, wobei, macht ja nichts mehr beim bösen Auge.
Ich glaube, die kommen Treppe Waschküche runter, das ist die Schockdrohne. Nein, da falle ich jetzt nicht drauf rein, du blöde Schockdrohne. Ha, kaputt. Die Sau haben sie auf jeden Fall. Da war das vielleicht vorhin doch das LMGE, was ich da gemeint habe zu haben. Jetzt wird es gleich kaputt machen. Hinker ist im Kühlgang. Gut, der wird es wegbrennen. Geisel, so ungünstig. Scheiß! Mann! Ich habe die Geisel verletzt, deswegen konnte der wieder rennen. Scheißdreck. Nein. Jetzt hast du ein Dreieck. Ist doch schön. Nee, hab ich nicht. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Ist nicht gestorben. Hast aber trotzdem Dreieck. Nein, ist nicht gestorben, nichts passiert. Du hast aber trotzdem Dreieck. Gleich nicht mehr. Kann ich wegzaubern. Trotzdem auf Platz 1. Naja. Ich hab ja nichts getötet. Ich bin viermal gestorben. Mehr als der Drittplatzierte. Der Drittplatzierte ist aber erst reingekommen. In der dritten Runde oder zweiten Runde. Tja, wäre auch immer er reingekommen. Also das ist ja kein Kunststück, was ich hier verbracht habe. Das ging schnell. Das ist bei euch sicher. Der Schalter. Keine coole Außenwand. So doof, dass alle Karten, die geändert wurden, geändert wurden. Ja. Die neuen haben zwar auch einige coole Ansätze, aber in Summe sind die alten Standardkarten. Ja. So ein Roboter-Kack. Dr. Robotnik. Nee, Hi-Fi heißt er. Der Eiermann. Warum hat der nicht Spritzen, Mann? Komischer Typ. Einmal durch. Panzerplatten anlegen. Schutzplatten, ja, Panzerplatten, ja. Läuft. Einwickeln. Ist in der Frühlingsrolle. Oder wie Sushi. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Böses Auge knüpft sich ein paar Stronzos vor. Es bleiben noch 10 Sekunden. Fensterbarrikade steht! Es bleiben 5 Ich glaube, ich habe hier alles alleine bestellt. Brandverstärkung abgeschlossen! Die Fenster verstärkt. Hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Lade neues Magazin! Die Sau ist vom Fenster. Scheiße. Guckt er sich jetzt die Anziehmatten an? Da kommen 3 an.
EMP, Mann. Ich glaube, ich habe die so verletzt. Ne, die schießt gerade, das LMG schießt. Oder war das schon länger her? Oh, Hammer, Mann. Ungünstig. Jetzt guckt er da runter. Ey, der schmeißt einen Splitter. Er macht oben die Decke auf. Zum Glück ist hier Steinboden. Ihre Versuche, den Behälter zu sichern. Behälter abhalten. Ich wechsle das Magazin! Haben wir mal gestorben? Keine Assistierung. Was ist denn das, Ubisoft? Das ist halt echt doof. Scheiße. Ace im Arbeitsraum. Ein Gegner verbleibt. Ace tot. Hm. Oh, das Spiel halt nochmal. Jetzt muss er gar nicht rennen. 10 Sekunden noch. Gegner eliminiert, Mission erfolgt. Oh, Assistierung. Ich habe auch eine Assistierung, ich habe den auch getroffen. Ich habe 2 getroffen. Wie es knallt, ist er gerade umgefallen oder was? Server. Mist. Ein salziger Tee, ist ekelhaft. Ist bestimmt nicht lecker. So ein Salzleckstein reingehangen ins Wasser und fertig. Ja, das wäre was für Peacemaker, für unseren Ziegenfürsten. Der nimmt bloß den Stein. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Die Lücken zu. Beeil dir mal. Schon zu. Setze Mobilschutz ein. Wand befestigt. Es bleiben 10 Sekunden. Ich wurde entdeckt. Noch 5 Sekunden. Der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Einsatzstation bereit. Barriere steht. Kieber aktiviert. Ah, die Sau haben sie wieder. Auch schon kaputt. Auch kaputt, Mist. Da ist noch jemand. Blitz haben sie auch. Der wird gegrischmert. Errichte eine Barrikade. Boah. Du hast den salzigen Tee getötet. Oh. Die Sau ist noch beim Schalter außen. Wir haben schon wieder Ace.
Server bin ich durch Raum. Kann man jemand den Ace töten? Gibt der etwa schon wieder an? An. Boah, die Sau. Die ist vor der Tür. Vom Arbeitsraum. Da ist sie. Nicht mehr. Letzter verbleibender Gegner. Auch gleiche Ecke. Der Ace, den darfst du auch noch umbringen. Frau Frost schleicht sich an und stirbt. Haupteingangstür könnte sein. Wenn eine Arbeitstür ankommt, sehe ich das. Scheiß Verantwortung bei mir. Arbeitsraumtür kommt da an. Genau am gelben Punkt ist er. Kannst vielleicht die Pappe schießen? Jetzt sind wir weg, er hat's gemerkt. Kamera kaputt. Ach, da war ja noch einer außer mir. Ach, Gott sei Dank. Ich hab mir gedacht, ich wäre die Letzte gewesen. Nach dem Match müsste ich mal kurz verschwinden. Ein paar Kinderriegel holen. Nee. Hat sofort mit ihrer Waffe geschossen. Oben, na, Kurve. Ich fahr dir hinterher, weil ich denke, du hast es gefunden. Sehr schön. Hotzi. Oh, geh ich wieder. Frau Frost und Kapkan und Krabschwall ist ja bestes Aufgebot nur noch Ärger. 5 Sekunden bis Einsatz. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Ja, alle mit Schalldämpfer, was ist los? Nee, also seit dem GE doch nicht. Ich aber. Stehen bleiben, Leon markiert. Den Zirk fall ich nicht mehr rein. Passiert noch irgendwann wieder. Hä? Hä? Bin ich jetzt vor oder was? Ziel entdeckt! Erster Stock! Das ist schon mal gut. Da ist der Zugangssperre. So, was ist denn das? Hallihallo! Hallihallo! Die Lämmchen bei der Waffe, beim Werfer von Bezo sind immer noch verkehrt. Zeit für ein frisches Magazin.
Oh, sie sitzt beim Schreibtisch. Oh, da ist eine Matte. Mal gucken, ob er reintippt. Okay, ich jetzt doch. Wegmachen sollen, wenn ich ihn doch reintippt. Ein Gegner verbleibt. Hier umkämpft ist. Klimo im Einsatz. Feindliche Aktivitäten. Umkämpft. Das LMGE eliminiert. Eigener Trupp erfolgreich. Na, das lief doch ziemlich gut. Ich wollte wirklich zu sehen, dass der Mieter an die Matte tappt. Hat er ja nicht gemacht, also alles gut gegangen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.